lange, war jetzt hier bei manchen. Ja, die gehen nicht alle. Das Grüne zum Beispiel ist am nervösesten. Da musst du aufpassen, das fliegt ja schnell um die Ohren. So, jetzt bin ich im grünen Bereich. Ja, schön aufpassen, um grün zu bleiben. Ich bin mir. Was ist denn, wenn ich wieder runter hier? Da passiert nichts, ne? Dann kühlt er sich einfach bloß wieder ab. Das ist doch. Vorher abgesplittert. So. Ja, manchmal liegen die so bescheuert da drinnen. Theoretisch kannst du dann auf, wenn du da nicht richtig rankommst, kannst du auf das Mining-Gedöns den Traktorstrahl drauf machen und dir dann den Stein aus der Ritze holen. Ah, oh, nö, ist noch. Ist ja jetzt. Ach ja, hier auf dem Boden liegt auch manchmal irgendwie so eine Scheiße. Das kannst du auch mitnehmen, das kannst du verkaufen. Ich weiß aber nicht, das bringt jetzt nicht wirklich die Masse, aber manche nehmen es. Da liegen irgendwo überall Pflänzchen rum und sowas. Hier scheint sonst nicht weiter zu sein. Oh. Oh ey, hier sind echt massiv viele Steinchen. Immerhin, das lohnt sich. Das hat er nicht, das ist ja sowieso das Wertvollste. Ich glaube, dafür gibt es 250 pro Stück, pro Steinchen. Und theoretischerweise, du kannst theoretischerweise einen fetten Rucksack mitnehmen, dann packst du die Steinchen voll, gehst zurück zu deinem Schiff, wenn der Rucksack voll ist, lädst die Steine ins Schiff und dann kannst du ja eigentlich weitermachen. Okay. Also da, du kannst, wenn das hier so reichhaltig ist wie hier, kannst du mit einem Rutsch bestimmt 100.000 oder sogar noch mehr machen. Kostet halt ein bisschen Zeit, das ist es nämlich. Ja, nö. Wir haben da jetzt eh nichts anderes vor. Na, krieg mal's auf? Ich war zu weit weg. Mach zu, bevor wir uns da streiten. Hast du kontrolliert, dass wir alleine sind? Ja, hier kommt da keiner rein. Tja, mal gucken, ob wir es rausschaffen, wa? So kann ich mich da nicht hinsetzen. Ah, jetzt. Muss ich da warten, bis du anmachst, oder? Nee, eigentlich nicht. Y, Maus nach oben. Haha. Ja, aber das Schiff ist ja im Weg. Ja. Ist das ein Stein? Oder ist der Typ hier? Stein. Das wär's gewesen. Na, da kommst du ja nicht hin. Ja doch, Seiteneingang, aussteigen. Ach so, ja, das ist eine Idee, aber... Warte mal. Nee, es sieht nicht nach... Nee, ist ein Stein. Ist ein Stein. So, hier müsstest du gleich ein Stück vorwärts, ein Stück höher noch. Ja, und jetzt würde ich sagen, nach vorne ein bisschen. Ja. Schön vorsichtig. Ah, ich sehe schon oben alles klar. Was machst du denn jetzt? Du musst aber noch. Achso, naja, so kann man es ummachen. Oh, passt bloß auf. Ich habe mir ja schon mal das Triebwerk abgerissen. Ja, ums Triebwerk mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir eher um mein Leben Sorgen. Das Triebwerk ist. Hui. Hallo, hui. Boah, Junge, was hast denn du? Also bei mir jetzt 100 Pro geklappt. Würdest du bitte nicht so nah am Boden fliegen? Ich hab da schlechte Erfahrungen mit. Aber das war ja im Dunkeln. Ja, aber trotzdem. Wir sitzen jetzt hier lang. Ich wollte mal gucken, ob ich noch was zu essen überhaupt habe.
Schiff. So. Ich habe ja noch gar nicht geguckt, was ich habe. Ob ich habe noch was im Schiff habe. Ich habe jetzt neue. Jetzt Durst habe ich. 87% ist bei mir noch. Na, trinken haben wir ja. Na, Essen habe ich auch nochmal hingekauft. Also ich habe Essen, Trinken immer mit jeweils. Wie bist denn du? Ach, du sitzt noch da oben. Ach ja, warte mal, ich muss mal runter. Ich habe noch die Helmkamera, Helmlampe an. Siehst du, ich kann nicht meinen Helm abnehmen. Aber ich kann es ins Zeug drin machen. So, den Rest hält mal auf. Nee, ich hab's weggehauen. Ja, dann schmeiß raus. Ja, ja, mach ich doch. Bleib doch mal ganz unten, einfach hier ins Raumschiff. Ja, vermüll mein Raumschiff nicht. Ja, was soll ich machen? Rausschmeißen. Kann ich nicht. Doch. Aber du hast keinen Helm auf. Ich will mich ja nicht rausschmeißen. Jetzt bin ich gespannt, ich schmeiß das raus. Okay, abwerfen kann man es auch, okay. Ja, da gehst du auf Place und dann zielst du einfach irgendwo hin. Und dann kannst du das werfen. Also Flasche angucken, Place und irgendwo hin zielen. Genau. Ah, okay. Okay, dann. So, wo jetzt hin? Hast du? Hab ich gemacht. Ich glaube, ja. Clubs. Kann man das irgendwo sehen? Ja, irgendwie suche ich dir gerade. Ach so, nee, wir haben noch den alten Auftrag. Da geh mal auf F2, Contracts Manager. Warte. Contracts Manager, ja. Und dann gehst du mal auf Accepted. Und da steht dann. Hast du? Hab ich. Primary Objectives Collect Package. Hä? Nee, warte mal. Da muss doch was stehen mit Investigation. Ja, hier unten, ja. Ja, und da stehst, da tust du dann rechts unten auf Abandon drücken. Ja. Und dann ist der Auftrag, den wir jetzt hatten, weg. Und da müsste jetzt noch einer stehen, Bounty Hunter. Okay, und da steht dann unten rechts Track. Ja. Und da drückst du drauf. Gut, hab ich. So, und dann wird's angezeigt eigentlich. Ja, jetzt. Genau. Hogwash. Dann lass mal deinen Zauberstab schwingen. Ja, den kannst jetzt Hogwarts. Wir müssen mit dem Hogwarts Express 38 Millionen Kilometer fliegen, toll. Ja, aber wir müssen erst hier über Gleis mit 9¾ jetzt am schnellsten, ne? Wir schaffen uns erstmal einen Überblick. Ja. Wenn wir da sind, werde ich jetzt erstmal das Geschütz bemannen. Man weiß ja nie, ne? Ja. Ja, wir haben noch 250 Kilometer vor uns. Wieder hingefallen. So, schalten wir mal das Ding ein. Die ganze Comedy-Scheiße entgeht mir. Ich sehe das nicht, wie du hinfällst. Aber ich sehe dich da drin sitzen im Cockpit, also da oben drin. Ja, hat einen Power-Knopf gesucht. Schießt er nicht. Hast du Gyro-Mode an? Was? Gyro-Mode? Gyro. Gyro weiß ich nicht genau. Warte, Switch Gyro-Mode. Ich glaube, wenn du G drückst, müsste das auch angehen. So. Eintritt in die Atmosphäre. Bin ready. Kilometer über der Erde sind wir. Jetzt ist unser Zielpunkt weg, jetzt müssen wir wieder suchen. Da ist er. Server. Neutralisieren. Okay, ich halt auf. Hab ich? Dann? Ist noch nicht grün. Aufgefallen.
Ziel. Oh, ein Eclipse, das ist ein Bonbon. Das ist ja bei mir noch mal bei mir. Ja, bei mir auch. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir. Ja, die Schiffe gehen am Anfang, die gehen nicht mehr kaputt. Halt grad die Merkel. Damit es noch boarden kannst zur Not. Nee, das war ja mein Text. Achso. Nee. Hä? ich wollte gerade sagen, weil ich fliege ja nicht. Scheiße, ich hab nur diese Kackwaffen drauf, ey. So. Achtung, nicht aufschalten. Noch ist ja weiß. Avoid inflicting friendly fire. Okay, der Tanz geht los. Nimmst du den oberen, ich nehm den unteren. Alles klar. Hab ich. Okay. Jetzt müssen wir bloß noch ran. Ich schalte die Raketen mal. Wir wurden erkannt. So, okay. Rakete? Vergiss es. Scheiße. Ich hab kein Ziel. Ja. Ich hab ein Problem. Wir schlingern. Alles klar. Ich werd gerade bewusstlos. CRS im Rot. Ich hab einen Ausfall vom Triebwerk. Ich bin bewusstlos. Oh, ich bin wieder da. Ja, ich kann nicht steuern. Versuch den mal mit dem... Naja, platt zu machen. Nee, kriegt... Ja, warte, jetzt. Ich hab ihn. Geil. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Schildausfall. Ja. Und wir haben dieses Reparaturgedöns, nicht? Ja. Kannst du das nicht in der Station reparieren? Ja, das Problem ist, ja, ich müsste jetzt versuchen, schnell nochmal, müssen wir nochmal zur Station. Das Ding ist, wenn ich jetzt Gas gebe, zieht das Schiff komplett auf die Seite, weil hinten das Triebwerk jetzt abgerissen ist. Sobald ich Gas gebe, dreht er sich wieder so scheiße. Ja. Ich muss entweder also extrem langsam ran. Ja, dann müssen wir das so machen. Ich kann aus dem Geschütz raus jetzt, wa? Oder er noch nicht? Warte mal lieber. Ich versuche jetzt immer mal stückweise Gas zu geben, damit wir hier ein bisschen schneller vorwärts kommen. Alter, das ist so schlimm, habe ich das auch noch nie erlebt. Aber wir haben es trotzdem geschafft, ne? Nee, haben wir nicht. Ja, nicht? Nee. Hast du das Schiff dort? Oh, warte. Hörst du es? Ja, ein anderes Schiff, ja. Ja, Polizeikontrolle. Müssen wir anhalten.
Kannst du mal in der Außenansicht gucken, da müsste jetzt irgendwo in unserer Nähe sein. Ich sehe ihn, hab ihn gerade gesehen. Direkt neben uns, links neben uns. Ja. Was macht er jetzt? Der scannt jetzt unser Schiff nach illegalen Waren. Achso. Okay. Das ist jetzt auch eine KI. Ja, ja. Mann, das ist ja richtig spannend, ey. Ja. Das Ding ist, jetzt, wenn du den jetzt antouchst oder sowas, da kriegst du sofort Crimestat. Ah, okay. Das finde ich nicht lustig. Und vor allen Dingen, mich zieht das Schiff immer zur Seite, wenn ich hier. Ja, wir müssen dann wieder zurück zu diesem großen Schiff und dort müssen wir dann rein. Ah ja. Das ist dann, weil das hier, das war jetzt bloß die. Das Begrüßungskomitee. Hm. Wie lange scannt ihr uns? Hä? Wie lange scannt ihr uns? Nö, der ist schon fertig. Okay, ja, das war zu schnell. Mein Gott, ey. Ey, ich bin doch schon runter vom Gas, das fühlt sich gut. Ja, man ist bewusstlos geworden, das ist ja auch krass. Ey, das ist so krass hier, ey. Das Schiff ist so im Arsch. Bist du eigentlich als Pilot jetzt auch bewusstlos geworden, oder? Durch das Drehen? Ja. Ich war auch kurz weg vom Fenster. Ich find's schon mal gut, dass du dann nicht irgendwie auf dem Planeten durch die Anziehungskraft irgendwie abstürzt hast, das finde ich dann gut. Das kann auch passieren, wenn wir zu nah dran sind. Ich finde immer hier die Landeton nicht hier. Ach doch, da. Ah, das Schild regeneriert sich. Ich habe in Panik die Schilder ausgemacht. Ist ja nicht so, als ob die wichtig wären, ne? Nee. Den ersten Teil haben wir ja schon mal ohne Schilder geschafft. Ja, das Problem ist bloß jetzt. Boah. Zu landen, ne? Ja. Ich krieg die Karre nicht richtig stabilisiert und dann dieses dort rein zu fliegen. Du musst rein. Ja, stimmt, du musst ja pinnen. Wir haben es extra jetzt gemacht, sonst bist du immer draußen auf dem Pad gelandet. Mhm. Aber dadurch, dass da ein Haufen Abfucker immer waren, die da in dein Schiff geklatscht sind, haben sie das jetzt eben so gemacht, dass du reinfliegen kannst. Finde ich auch besser so. Albern dann auf dem Präsentierteller. Vor allen Dingen, wenn du jetzt Bergbau mit dem Bergbauschiff unterwegs warst und so. Ja. So. Komm, meine kleine Bähnchen. Hast du noch ein paar Bähnchen? Ja, irgendwie. Landing gear down. Ein Stücke muss. Ja, ja. Nee. Geht nicht anders. Ist der Arsch drin? Nee, hä? Fehlt noch was? Ein bisschen fehlt noch, aber nur ein Kleid. Ja, gut, jetzt bist drin. Mach dich runter. Landing complete. Have a pleasant stay. Alter, Mutter. So, mal gucken, ob wir die Scheiße reparieren können. Hier qualmt's überall. Da lässt mich nicht reparieren. Das ist jetzt scheiße, wenn die jetzt hier nicht reparieren. Ich glaube, wir müssen komplett raus und auf die Station. Naja, denn. Ach du Scheiße, da liegt überall Kram rum. Mein schönes Schiff hat Drift gelöst. Ja. Oh, die arme kleine Schnulle. Wo ist denn der Schalter? Ach, scheiß auf den Schalter. Anmachen. Da kommt eh keiner hoch. Los, mach dein Raumschiff an. Das wäre eine schicke Emma. Ja, lass mal Emma hier erstmal in Ruhe. Ja, willst du nicht trotzdem reparieren? Das geht. Ich konnte es jetzt nicht reparieren. Okay. Ach, hier an die Terminal kannst du es nicht, oder was? Nee, das kannst du nur vom Cockpit aus. Ah. Ich hab das Schiff geholt und Geld bezahlt, das wollte ich gar nicht. Aber wir können ja hier vielleicht.
noch einmal gucken, ob wir vielleicht was zum was finden. Ja, schon was finden. Ach na eben, wir haben doch noch die Steinchen an Bord, die können wir ja verkaufen. Ja. Ach, da ist Admin-Zentrum. Da. Oh. Ja, das gelbe ist das. So, ich meine, das siehst du, ja, steht ja da Admin. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, hier war er nämlich auch drin. Der Typ. So, jetzt müssen wir in unser Inventar gucken. Was will denn der jetzt von mir? Ah, hat er nicht. Zwei Einheiten, geil. 505. Weißt du, bei mir hat der ja nicht. Ja, du musst bei... Auf der linken Seite steht das. Ja, ja, ich bin ja auf Your Inventory Skizzy Moments. Also so zweimal dort stehen? Nee, nur immer. Dann müsste doch eigentlich dann hat er nie da stehen. Ja, kannst du alles verkaufen. 4.949. Ja, geht doch. Das ist der Auftrag, der Wert von dem Auftrag gewesen. Ja. Das ist ein Rantadung. Ach so, ja, das ist halt die Scheiße, die wir auf dem Fußboden aufgehoben haben, da in der Höhle. Ja, stimmt. Also das stimmt ja nicht, nee. Das ist ein Schloss davor, genauso wie Recycled Material Komposit. So, jetzt hol ich mal die Schnulle und jetzt guck ich mal, ob ich die jetzt reparieren kann, weil sonst wird's übel. Da weiß ich nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Da müssen wir dann mit dem anderen Schiff rüber. Alles bloß, weil ich so bescheuert bin und nicht wusste, wo die Gegenmaßnahmen rausgehen. Und dann hab ich aus Panik die Schilder ausgemacht. Ja. Du. Kann passieren. Darf nicht passieren. Nee, aber ist es nun mal. Denn dann kannst du es jetzt nicht mehr. Das sind die Abenteuer, die... Das ist so der Verpeilmodus, ne? Ja. Das ist genauso wie wenn du hier Sons of the Forest spielst und dann in Scum reingehst. Du versuchst immer dein Inventar mit I zu öffnen. Genau. Kenn ich ja auch. Vielleicht darf ich dann nicht an Bord sein, wenn du es reparierst. Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Manchmal spackt das einfach rum, weil wenn ich die Karre, die muss funktionieren, weil sonst können wir müssen wir das andere Schiff nehmen. Nützt uns nicht, geht ja nicht anders. Ja. Wenn ich die Karre jetzt nicht repariert kriege. Jetzt, doch, es geht. 1000. Naja, es geht noch. Restock. So, geil. Oh, ich hab einen Helm nicht auf, fällt mir gerade ein. Ja, und ich, you are incepted, keine Ahnung. Time until death. Ja, ja. 20. Was? Ach so, weil der Stuhl muckt mit da rum, hä? Ja, ja. Auf Funk. Warte mal. Wie hat man das beim letzten Mal behoben? Hast du das noch? Irgendwie hast du da nicht immer ständig dann Z gedrückt oder sowas? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne? Ja, vor allem, ich kann die scheiß Heilungspistole hier nicht rausholen. Warum? Hab ich die überhaupt mit? Eigentlich schon. Was ist denn jetzt Phase? Hier schießt jemand. Was? Draußen, ja. Ich denke, es ist eine schussfreie Zone. Du darfst nicht schießen. Du kannst aber schießen. Ach so, okay. Ja, jetzt bist du aber irgendwie out of action hier, ne? Ja. Warum bist du nicht in den Turm gegangen? Ja, das frage ich mich eigentlich auch. Ich verlasse erstmal den Hangar vielleicht. Oder du lockst dich aus und lockst dich wieder ein. Ja, das ist besser. Bevor du rausgehst und wir können uns nicht wehren. Exit-Menü. Habe ich da gesagt? Join Friend. 93 von 100. Ja, genau. Ja, mach ich doch. Du musst mir zuhören, wenn ich mit dir rede. Dann mach ich doch eh nie. Oh, jetzt ist ein Schiff kaputt gegangen. Ich weiß nicht. Nö, nee, ich auch nicht. Das ist ein Scheiß hier. Weil ich kann ja nicht so ewig bleiben. Wenn wir hier nicht irgendwann starten, dann... ...stort er uns wieder ein. Oder warte, genau, ich store das Schiff wieder ein. Weil dann müsstest du wieder auf der Station sein. Ja, warte erstmal. Ich muss glaube ich sowieso auf der Station sein. Naja, eigentlich, du bist noch hier angezeigt, also... So, warte, ich komme jetzt. Ja, bin drin, lebe okay, wieder. Gut. Am besten du gehst wieder in deinen... Ja, warte. Buschi-Bubu. Bloß raus hier, ey. Dann machen wir mal Call to Arms an, falls da draußen einer ist, den wir abfangen müssen.
Contract Manager. Mercenary Call to Arms. Oh, das ist sowieso gut, weil wir die Bösen dann wegmachen müssen. Oh! Nee, was ist denn O? Nee, keine Ahnung. Ich höre nur Geräusche und sag O. Alles klar. Bin begeistert von der ganzen Geschichte. Oh, jetzt immer gut. Bin das nicht witzig? Warum nicht? So. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin ready. Ich hoffe, ich auch. Ich hoffe, Ella auch. Triebwerk ist wieder dran. Wieso kann ich nicht starten? Mein Gott, Uschi! Zicke hier. Light ready, na mach doch alles an, Junge. Radar lock. Drinne wieder. Guck mal, die Station hat da auch Geschütze. Da müssten die doch, wenn dein Schiff kommt und schießt, müssen die doch auch reagieren, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Aber auf die würde ich mich nicht verlassen. Treffwahrscheinlichkeit gleich null, ne? Manchmal schon. So, jetzt scheint es ja relativ ruhig zu sein. Safe House. Weg hier. Der Schiff war jetzt ernst, ja. Hast du gesagt, zu tausend, ja. Ja, wir fliegen ja, ne? Ohne dass irgendwas ist, ne? Ich weiß noch nicht. Naja, die Triebwerke sind dran. Wir würden nur jetzt rumschleudern. Die Gegenmaßnahmen funktionieren. Jetzt habe ich einen Plan. So, ich sehe markiert, das müsste unser Ziel sein. Genau, da ist das Schiff. Bremstriebwerke. Ich sehe keine Gegner. Zwanzig müssen wir wegfetten. Dann auf den Schiff oder was? Ja. Da oben, das Loch. Ja. Da müssen wir rein. Von da aus sieht man auch gut rein. Aber da darf ich jetzt mit dem Geschütz nicht reinschießen. Warte mal, ist das zu oder was? Da unten stehen sie drinnen. Das ist das Foyer von dem Schiff. Mhm. Und da stehen sie. Ich sehe zwei, aber da können wir nicht runterballern. Das ist ja alles zu. Und hier ist normalerweise die, wo ich jetzt genau mit der Nase drauf zeige, ist die Luke, die normalerweise off ist. Ja. Und da kann, das Schiff hat standardmäßig ein kleineres Schiff zum Landen. Das ist ja so ein Luxusschiff. Ja. So, ich höre es ballern. Ja. Wir haben 3 Minuten, um so ein Datenpaket kaputt zu machen. Oder, das ist so ein Hacking-Modul. Okay. Aber das können wir auch. Das brauchen wir nicht unbedingt. So, Moment. Sind nur noch 17 Gegner von 20. Ja, das ist schön, dass du uns die Arbeit ein bisschen erleichtern. Okay, raus hier. Klar. So, fertig? Ready. Helm auf? Ja. Warte, ich gucke. Ja. Ich hoffe, das ist so die richtige Seite. Sonst haben wir ja einen weiten Weg vor uns. Okay, dann. Genau. So, bereit? Da hinten bist du, ja. Was? Ich hab dich gerade gesucht. Ja, hinter mir, einfach hinter mir bleiben. Ja, weil ich mich gerade beim Abspringen so gedreht habe, deswegen. Ja, das so. Und ready. Achtung. Versuch mittig reinzuspringen, sonst fällt's aufs Maul. So. Achtung. Da ist einer. Links. Rechts. Geh vor. Down. Na, die scheiß Waffe blieb drin. Ja, ich merke das schon. Oben ist einer.
bloß, dass es keine Wache ist. Nee, nee, ist nicht markiert, aber es, ist, es steht hinter die der Glas. Zeit ist, ich sehe ja gar keine Markierten. Ich bin mir nicht sicher, ob da kommt einer im Anschlag. Ja, ich weiß nicht, ob das einer von uns ist. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob der gerade... Nee, der schießt nicht auf mich. Warum schießt denn nicht auf mich? Ja, ich glaube, die gehören doch zum Bösen, oder? Da oben sind noch welche da mit der Maske da, der Punkt. Ja, ich weiß aber. Hier eine Treppe rechts ist auch einer. Ich weiß aber nicht, zu wem der gehört. Alles, was nicht weiß ist. Geh langsam die Treppe hoch. Down. Okay. Oder meinen Sie, dass du die kriegst? Da oben nehme ich über dir ist auch noch einer an der Treppe. Was hab ich? Den oberen habe ich. Ja. Ist down. Down. Okay. Und wie das? Ja. Haben wir aber eigentlich die Luke zugehört? Die Luke ist offen, scheiße, vom Schiff. Was für ein Amateurfehler. Da unten, unten, unten. Wo? Ah. Seht ihr. Down. Einer ist noch an der Treppe. Also unter der Treppe. Ist down. Dann positioniere ich mich hier und schließe dein Raumschiff. Mach's zu. Ja. Damit wir weitergehen. Okay, jetzt sieht's auch sauber aus. Gut, dann gehe ich mal zum Schiff. Ja. Hier unten an der Türe kommen auch manchmal welche raus. Mhm. Also nicht nur hier, sondern hier auch ganz unten. Ist auch ich höre auch da was. Ja. Bin ich mal am Eingang in Position? Ja, ich bin gleich wieder da. Ich bin hier bei dir jetzt. Hui, das hat mich aber auch rausgefettet hier. Verletzt bist du nicht, oder? Nee, ne? Nö, nö, ich hab nicht einen Schuss abgekriegt. Okay. So, Luke ist zu. Hoffentlich ohne Besuch an Bord. Werden wir danach sehen. Ja. Oh, oh. Bin an Bord gefallen. Ist okay. Ich einsperren. Oh, Kontakt. Okay, das ist down. Ja, ich würde hier einen Hunger haben. Hm? Unten ist einer. Down. Da ist noch einer, rechts, links, linke Seite. Down. Ach du Scheiße! Ich hab... Komm her. Oh, ich hab auch. Ja. Bin trocken. Ja, ich knall auch noch. Warte. Hey, down. Aber vor allem meine C54 ist leer. Schön. Der ist down bei dir? Ja. Einer ist noch. Ist der noch bei dir? Hä? Ist der bei dir der eine?
Ja, wir sind hier an derselben Ecke. Balken auf. Hier ist das Schiff. Ja, war doch clever, ja, von Belen Richtung zu kommen. Ja. Hier ist nochmal am Fahrstuhl. Scheiße, wo ist denn der Letzte? Ja, Sinn, dass der hier drin ist? Nee, glaube ich nicht. Man kann ja mal gucken, ob C54 Muni wäre nice. Ah, die haben gar keine Muni dabei. Sonst muss ich mir jetzt so eine Waffe nehmen, dann muss ich meine wegschmeißen, das wäre auch blöd. Ja. Wenn nicht, gib mal deine Waffe her, dann kann ich sie ins Rucksack packen. Ich hoffe, ich habe die Türe jetzt aufgemacht. Ja, von hier bin ich gekommen. Na gut, aber die bewegen sich doch. Hast du die Türen auch schon alle? Ja. Hier war ich noch nicht, aber hier ist auch safe. Da war ich in jeder Tür drin gewesen. Dann bleib nochmal. Jetzt auf hier die drei. Das ist eigentlich selten, dass die in solchen Routen drin sind. Scheiße aus. Ein Angstkeckerchen. Wenn der Stift drückt, dann malt, ne? So machen. Ja, von da bin ich gekommen. Spa, Pool, Crew, Kitchen, Foyer, Bar, Dining waren wir ja alles schon. Schon, wo bist du? Ja, da haben wir hier in der Halle wahrscheinlich irgendwas verpasst. Kann sein, dass der sich irgendwo versteckt hat. Oh, da was auch sein kann. Dass er draußen ist irgendwo? Dass die rausgeglitscht sind, das passiert auch manchmal. Da schweben die draußen am Schiff rum. Guck mal. Konferenzraum, waren wir da schon drin? Nee, das bin ist die Bar. Ich bin mir nicht sicher gerade. Nee, das ist die Bar. Das wäre natürlich doof, wenn der letzte fehlt. Na ja, ausgerechnet. Dann kannst du den Auftrag nicht abschließen. Ja. So, Geld verdienen, das ist ja eine Kunst. Oh, jetzt bin ich den hier fallen. Ja, ich auch. So ein Scheiß. Hey, ich bin dann außen. Oh, hier, der lässt mich nicht drin. Jetzt. Muss ich nochmal richtig ausrichten. Ja. Gott. Schießen wir halt nochmal. Voilà. Manchmal lassen die sich dadurch auch anlocken. Ah, du hast ja keinen Schalldämpfer, ne? Nee. Was? Hast du jetzt geschossen? Ja. Ja. Sicht. Machst du das? Ja, ja. Alles gut. Ich bin nochmal sicher, dass die alle tot sind. Der letzte ist vielleicht an Bord von meinem Schiff. Ja, kann schon sein. Der ist jetzt schon weg mit dem Schiff. Die arme Emma. So alten Pups da drinnen sitzen haben. Haben. Echt? Down. Hä, wo war denn der? Der ist hier unten, wo ich bin. Hier waren wir nämlich noch nicht drin. Ah. Hier, oben.
cool. Ja, dann sind wir fertig. 20.000 für dich. Yay. Nee, 22.500. Yay. Wie viel hast denn du jetzt gekriegt? 22.500. Ah, cool. Na ja, bitte. Hui. Na, es ist mal gut, mit Profis zu arbeiten. Ja, man, und wenn man es nicht immer alles alleine machen muss, ne? Ja, na, alleine ist das schon heftig, ja. So, hoffentlich ist jetzt hier keiner drin. Das war wirklich ein Amateurfehler von mir. Ja, nee, das war ja auch meine Schuld, weil ich bin ja als letztes raus. Nee. Aber durch das Gedrehe habe ich halt nicht mehr dran gedacht. Guckst du, ob jemand drin ist? Ja, ich bedrohe ihn dann mit meiner leeren Waffe. So, hier ist keiner. Hier liegen immer noch kaputte Teile von einem Raumschiff. Ja, ich glaube, die kann man jetzt auch einsammeln mit diesem anderen Aufsatz für die für das Multitool. Und dann kann man sein Schiff reparieren. Außer jetzt wahrscheinlich hier, also wenn das jetzt so kaputt ist wie meins. Oder war. So, war doch eine interessante Sache. Ja. Setzen das sich nicht mehr hin. Ah, jetzt verzögert aber. Naja. Dann würde ich mal sagen, landen wir mal, wa? Jo. Gut, die Höhlenmission, die hat nicht so funktioniert, aber wenigstens hast du da ja, ein bisschen. Du hast mir gezeigt, wie man abminert. Ist ja auch schon mal was. Ja. Muss ich ja auch mal wissen, ne? Da ich mich auch nicht, da ich die Zuschauer nicht begrüßt habe, brauche ich es auch nicht auf Wiedersehen sagen. Du kannst einen Text einblenden, lieblos dahin geklatscht. Ja. Schön vorsichtig. Ja. Vor allem sieht man nicht durch den Scheiß, das scheiß Wetter. Meine Frau hat Vaseline, brauchst du. Dadurch sehe ich auch nicht besser. Das putzt aber dann von alleine rein. Hui. Landing complete. Have a pleasant stay. Jo. Bisschen geruckel heute, aber keine Abstürze ansonsten. War ja eigentlich ja, ganz stabil. Den heißt der Sturm. Erstaunlich, wa? Ja. Was ist denn hier mit den Fahrstuhl? Der braucht länger. Ja, Microtecker. Sehe ich schon. Da steht Hangar 3. Was ist denn das jetzt überhaupt für ein Hangar? Ja, wieso nicht? Oh, hier liegt jemand. Da hat Uhr gewartet. Der wartet immer noch offen. Komm, Püppchen, dich nehme ich mit Häme. Was machst du denn da? Das ist ja krass. Ja, wenn du jetzt in einem Feuergefecht bist oder sowas, da kannst du deinen Kollegen, den kannst du dann aus dem Schussfeld ziehen. Und was machst du jetzt mit dem? Der ist jetzt tot, wa? Das ist eine Leiche. Ja, so wie es aussieht. Ja, haben sie ja schon nackig gemacht. Ja. Kann sein, dass hier einer schon war und ist auch nicht in den Fahrstuhl reingekommen. Hat der hier, versteckt er sich hier, der Penner? Das wäre eine gute Idee. Gut getarnt, oder? Ja. Aber ja. Es kann sein, dass die scheiß Fahrstühle hier nicht funktionieren. Das ist Microtech. Das ist normal. Also es kann ja auch sein, Leute, die hier dann nicht rauskommen, die bringen sich dann halt einfach um. Dann landen sie hier irgendwie in im Krankenhaus. Da dann ist natürlich ihr ganzer Kram dann wieder weg. Ja. Das wäre natürlich auch blöd. Nee, wir können uns ja auslocken, ist ja kein Ding. Nein. Hier kommen wir auch nicht hoch, weil irgendwelche Idioten hier das Bett kaputt gemacht haben, umgekippt haben. Ja, ja. Scheiß drauf, das Schiff ist sicher, wir sind sicher, können wir uns auslocken. Alles. Cool.